Ich möchte in der heutigen Episode über ein Buch sprechen, John Sayles, Sinking in Pictures, auf das ich Anfang des Jahres gestoßen bin und das, wie ich finde, wohl einzigartig ist, wenn es darum geht, die Herstellung, die Produktion eines Filmes von Anfang bis Ende zu beschreiben. Hier auf der Rückseite heißt es so schön, es ist das ideale Buch für jeden, der sich immer gewundert hat, wie Filme eigentlich wirklich gemacht werden. John Sayles, unabhängiger Filmemacher, hat sein Leben lang außerhalb von Hollywood gearbeitet, beschreibt hier in dem Buch Thinking in Pictures das Making-of des Filmes Matwan. Ich denke, ich spreche es richtig aus. 1987 ist der Film rausgekommen und das Buch auch erschienen. Der Film findet sich auf YouTube, da kann man ihn anschauen, aber auch herunterladen und kann dann parallel zum Buch sozusagen immer vergleichen auch, ja. Was sehen wir gerade, wie wurde gedreht, aus welchen Gründen wurden welche Entscheidungen getroffen und so weiter und so fort. Das Buch fängt wirklich ganz am Anfang an, also wie er über die Idee gestolpert ist, dann Recherche gemacht hat, das Drehbuch geschrieben hat, dann die Location gesucht hat, die Schauspieler gecastet hat, das Team gefunden hat, Produktion natürlich auch, die Gelder erstmal zusammengerafft hat, ja, und geguckt hat, wo kriegt er irgendwie was her. Und dann geht es wirklich an den Drehtag. Und er hat zu jedem Beispiel, zu jedem Verfahrensweise, zu jedem Abschnitt des Produktionsprozesses unheimlich viele Beispiele und beschreibt den ganz genau. Ja? Also es gibt jetzt zum Beispiel auch eine schöne Seite, Seite 86, 87, wo er seine ganz einfachen Storyboards zeigt und drunter auch beschreibt, dass es das Storyboard unheimlich eine große Hilfe ist, wenn man am Drehtag total hinten dran ist und erst, sage ich mal, 3 von 15 Szenen, die man eigentlich drehen wollte, hat, dann ist das Storyboard eine große Hilfe, indem man schauen kann, okay, welche Szenen kann man denn ohne Probleme weglassen, beziehungsweise durch eine einzige zusammenfassen, um das Ganze dann doch noch zu retten. Er beschreibt hier auch gerade eine Seite vorher, die ganzen Entscheidungen, die ein Filmemacher permanent jeden Tag, eigentlich jede Minute zu treffen hat. Für uns ist es interessant, weil Alain Bergalat hat ja mal gesagt, eigentlich Filme machen, die praktische Filmarbeit ist notwendig in seinem Buch Kino als Kunst. Aber wenn man es dann später dann, hat er dann gesagt, wenn man es aber nicht schafft und keine Zeit hat, dann sollte man wenigstens den Film so angucken, mit den Augen des Filmemachers sozusagen, aus der Perspektive des Filmemachers. Wann wurden welche Entscheidungen getroffen? Und dieses Buch führt uns gut vor, was aber auch jeder weiß, der beim Film mal gearbeitet hat, dass man, wenn man nicht am Set war, ein Making-of gesehen hat oder mit dem Regisseur ein Interview geführt hat, dass man letztendlich überhaupt keine Ahnung hat, ja, wie Entscheidungen getroffen werden oder wurden. Ja, weil so viele Sachen passieren können und die eine ganz andere Richtung plötzlich den Produktionsprozess bringen können. Und er beschreibt es sehr schön auf Seite 84. Es ist 10.45 Uhr, um 2 Uhr ist Mittagspause. Man ist 3 Szenen hinten dran. Die Schauspielerin, weil es eine sehr emotionale Szene ist, muss permanent wieder ihr Make-up und ihr Haar muss hergerichtet werden. Der Wetterbericht sagt, dass es in einer Stunde vielleicht regnen könnte. Dann gibt es einer der Schauspieler, der muss um 7 Uhr abends den Flieger kriegen, weil er eine andere Produktion woanders hat. Und dann kommt er erst in 2 Wochen, ist er wieder erst verfügbar. Das Team ist total übermüdet und hungrig, weil sie gestern bis in die Nacht reingearbeitet haben, also Überstunden gemacht haben. Und jetzt fällt einem gerade ein, dass in Anbetracht der Szene, die man vorher gedreht hat, dass jetzt eine Totale eigentlich viel besser wäre als das, was man geplant hat. Aber da hinten sieht man die Produktionsfahrzeuge und den Cateringbus und den kann man jetzt ohne weiteres nicht so schnell wegkriegen. Zumal auch der Aufnahmeleiter, dem sein Walkie-Talkie, da ist gerade die Batterie alle, der müsste erst ganz nach hinten laufen und. Also es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die dann zu irgendwelchen Entscheidungen führen, die mit der ursprünglichen Idee, dem ursprünglichen Konzept und den Aufnahmen, den Szenen, die man eigentlich alle drehen wollte, am Ende oft gar nichts mehr zu tun hat. Ja?
man muss permanent Kompromisse eingehen, Lösungen finden und. Und dieses Buch, also für jeden, der wirklich wissen will, wie das aussieht, von Beginn bis Ende, also wir sprechen hier von einem Prozess, der, ich weiß nicht, in dem Fall hier wahrscheinlich 2, 3 Jahre ging, der kann hier einfach dieses Buch sich besorgen und das dort nachlesen. Gibt es natürlich, 87 erschienen, findet man nur noch antiquarisch, aber ein Tipp von mir, ja, sehr lesenswert, ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.